Was geht ab, ihr? Willkommen bei einem neuen One Piece Treasure Cruise Video und wir sind hyped. Wir sind sowas von hyped, Alter. Ich hab Bock. Ich hoffe, wir ziehen den alle. Ich hoffe, ihr zieht den. Ich hoffe, ich hoffe, alle haben einfach Luck. Und zwar haben wir die neuen Details, die neuen Infos zu G5 Ruffy. Wir gehen uns die Infos durch, wir gehen ein bisschen die News, welche Events so kommen, so grob, ne, was jetzt da ist. Und ja, bleibt dran. Let's go. Somit kommen wir zu dem Banner. Schauen wir uns das Banner an. 50% Zuko Rare Shards, also sehr geile rote Poster. Wir bekommen ein God of the Sun Part 1, 2 und 3. Part 1 können wir uns hier sehen. Aber bevor wir zu Part 1 kommen, wird es noch während der Celebration bis zum 15. September, oder? Bis zum 15.? Nein, nicht 15. September. Also bis zum 15. September könnt ihr immer noch zwischendurch kommt ein. Ich glaube, ein extra Banner. Es müssen extra Banner, wie ich glaube, ich hoffe, wir bekommen auch hier Free Multi. Das heißt, ein kostenloses Multi könnte man, ich hoffe, bei Ruffy auch bei Part 1 raushauen. Ansonsten wird auf jeden Fall noch ein neues Banner kommen, in dem wir da auch Free Multis machen können. Ne? Das ist auch sehr nice. Dann haben wir Part 1. Part 1 haben wir Ruffy und Momo sind gefeatured. Und im Part 1 könnt ihr alle Legends vom ganzen Spiel ziehen. Das heißt, da sind alle drin. Ne, das heißt, wie hier aufgelistet, gehen wir zu Part 1, das ist die Steps, genau. Bei Part 1 habt ihr alle Charaktere, die drin sind. Ja, aber die haben halt schlechtere Raids. Ne? Das heißt, das ist, ja, wenn ihr irgendeinen speziell haben wollt, ist halt sehr, sehr selten, den zu bekommen. Aber dafür ist Momo und alle anderen Legends drin. Part 2 haben wir Ruffy. Ne? Die Ruffy-Part ist dann. Ihr habt höhere Chance, Ruffy zu pullen, ne? Das heißt, und da würde ich, werde ich reingehen. Das wäre dann, glaube ich, am Montag kommt erst. Deshalb am Montag schauen wir, ob wir da reingehen. Also, ob ich schaffe, live zu gehen oder ich schaue einfach ein Video raus. Oder lasst gerne ein Abo da und bleibt dran, dann werden wir das Video nicht verpassen. Dann Part 3 ist dann Momo mit den gefeatureten Charakteren. Das sind aber nur diese Charaktere, die gefeatured sind. Part 2 bei Ruffy und bei Momo Part 3. Ne, das müsst ihr halt entscheiden, wenn ihr jetzt neu angefangen habt. Ja, weiß ich nicht. Da würde ich vielleicht bei Part 1 Versuch geben, sogar glaube ich. Weil da wirklich sehr viele krasse Legends sind. Ne? Und man kann ja Glück haben und in einem Multi, weiß ich nicht, sehr viele ziehen. Aber ich für mich persönlich will auf jeden Fall für Ruffy reingehen. Ist klar, der Hype ist da. Das ist richtig krass. Ne? Ich bin jetzt bei 250 Gems und mal sehen, was wir so ziehen. Mal sehen, wie viel ich noch bis dahin farmen kann. So, dann haben wir Steps. Steps haben wir 1, 7, 9, 11. Ja, okay, das ist von Part 1, genau. Und ich glaube, die Steps. Super Rare bei 2, 3 und 4. Okay, und wir haben bei 6, 10 Rate Boosted. Okay, bei 20er Super Only Charakter. Uff, 25 ist All Wanted Poster 50%. Was? Bei 25? Das ist schon krass. Damals war, ja okay, beim Jubiläum war es bei 10, ne? 10 war all 50%. Boah, das war geil. Schade, schade. Aber ist gut, trotzdem, klar. Man hat auch keinen vergünstigsten, wie es aussieht. Aber dafür vielleicht haben wir Free. Das können wir mitnehmen. So, kommen wir zu Ruffy. Ruffy hat was Uniques, was richtig Geiles, was im Spiel noch nicht gibt. Ja, doch. Brook hat es, aber Brook verwendest du nicht wirklich so. Aber Ruffy hat sehr geil, der hat ein Revive von Dokkan oder allgemein. Das heißt, er hat ein Revive, ein krasser Charakter mit einem Revive. Und eigentlich ist es Revive-Transformation, weil wir jetzt dann zu Gear 5 werden. Richtig geil, ne? Das heißt, man geht K.O. und revivet sich. Was an seiner was an seiner Captain-Fähigkeit geil ist, er halt, hat halt Special Reverse und Bind 10 Runden. Immunität, das ist sehr geil. Also wenn ein Charakter sowas schon hat, dann ist das Bombe. Damage Reduction 20% hat er noch, Psy Recovery, Tande, macht der Matching, ist sehr geil. Also von Captain Ability ist er einer der richtig guten, ne? Das heißt, kann man richtig gut annehmen. Dann haben wir seine Special ist auch nice, der macht 2 Millionen Damage, ignoriert alles, ballert alles durch. Stimmt, warte, bei Captain-Fähigkeit habe ich vergessen. Und zwar, wenn er zu G4, 5 wird, gehen seine Standardangriffe durch alle Barrieren durch. Das ist auch heftig, ne? Das heißt, wenn ihr wenn ihr einmal revived und zu G5 werdet, ballert ihr alles durch. Das ist auch sehr, sehr nice.
Genau wie diese 2 Millionen Damage gehen auch durch alles durch. Das heißt, könnt ihr auch Charaktere, also 2 Millionen, wenn der Double Ruffy 4 Millionen, einfach so Free Damage, sehr geil. Free Spirit, der gibt genau Type Boost Effects, das ist die kalorierte, glaube ich, die den Damage dazu macht. Ne? Und machen noch Orb Change, genau, Free Spirit Charaktere und Change Crew inklusive Block Slots to Psy. Das ist auch, also Orb Change Attack, der hat diesen, genau. Wie nennt sich das denn am besten? Wie man das Type-Effekt? Type-Effekt sind das wirklich die Farben. Ne? Das heißt, der ist ja auch Rainbow-Captain auch. Ne? Das heißt, der gibt dann nur nicht den besten Boost für den. Und für Spirit dann hat er Slot-Effekt. Slot-Effekt auch. Das heißt, nochmal Boost. Also Ruffy hat schon sehr krassen Boost. Das einzige Problem bei denen, 15 Runden. 15 Runden ist schon viel. 15 Runden für die Special ist leider sehr, sehr viel. Ne? Dann hat der Super EX, so wie ich verstanden habe, ist diese Super EX jetzt, also EX Super, dass man die auch anwenden kann, wenn man als Crewmate hat, also nicht nur als Captain, weil bis jetzt war er Captain und jetzt als Crewmate, das ist auch nice, das war was Neues, also so wie ich das verstanden habe. Wir sehen das im Game noch, wie das rauskommt. Dann hat er noch den Rush Tap. Rush Tap, boah, Rush Tap streiten sich viele schon. Ist es geil, ist es nicht geil? Das muss man auch noch in-game testen, weil dieses Rush-Tap ist ja wieder auch, der verliert HP. Das Pro Rush kostet 20.000 HP, glaube ich, auf Max. Und dann muss er den raushauen und dann macht er sehr krassen Damage, verliert HP, aber man muss das noch in-game testen, ob wirklich das noch so krass ist, wie es sich anhört. Von Sanji war geil, weil er hat auch sehr extrem krass viel HP gehabt. Und deshalb müssen wir kacken. Deshalb müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Das müssen wir wirklich in Game testen nachher. Dann haben wir Mosuke für Spirit Slasher Charakter 5,25. Auch geiler Captain, auch sehr geile TT. Der macht Boosted XP 2,25, auch sehr geil. Das heißt, ihr könnt mit dem krass leveln und so. Deshalb für Anfänger ist er sehr gut. Ne? Super Type, auch sehr nice. Change Block Option Type zu Tuano, auch sehr, sehr krass. Ne? Das ist an sich. Boost Attack, der hier Damage Reduction hat er mit 7 Runden, kann er entfernen. Attack Boost, ne? Momo ist auch sehr gut. Also, wenn ihr ihn zieht, geil, 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 ne? Die Feature-Charaktere sind auch nice. Aber natürlich, der Hype ist bei G5. Bei mir, ich weiß nicht, wie bei euch ist, aber G5 sowas von rein da. Ich hoffe, ich ziehe, ne? Ich hoffe, ihr zieht ihn auch. Mal sehen. Dann haben wir Luffy vs. Kaido Blitzbattle, was auch sehr geil ist, also wenn man neue Charaktere hat, zieht. Blitzbattle kommt 10., also 11. bei uns, denke ich mal. Und zwar Blitzbattle ist halt ja wie Community. Ihr könnt mit eurer Crew, Pirate Alliance Crew, genau, ihr könnt mit eurer Allianz zusammen kämpfen und Punkte sammeln. Ne? Da kriegt ihr Ranking und sowas. Es gibt halt sehr geile Bounty, okay, das ist schon für sehr krasse Spieler. Aber allgemein kommt gerne in unsere Allianz, Cheetahs Crew. Steht auch in der Beschreibung, glaube ich. Wir sind jetzt 7 von 10. Und ihr müsst halt vorher beitreten, damit ihr das spielen könnt. Ne? Es gibt halt sehr geile Rewards, sehr geile Sachen, die man annehmen kann. Auch Chopper-Missionen werden da sein. An sich die Charaktere, die neu sind, die werden mehr Punkte geben, mehr ja, Special Charge. Also die haben ihre Special Direct Max und sowas. Also ist sehr nice. Ne? Alles annehmen, mitnehmen. Sehr geil. Blitzbattle wird aber ist. Wie lange dauert das Blitzbattle? 2 Tage? 2 Tage. 2 Tage Blitzbattle. Da muss man rushen, bisschen Punkte sammeln und dann wieder raus. Missionen, glaube ich, bleiben länger. Dann kommt noch Grand Party von dem 6. bis zum 11. Und zwar, ja, was geil ist bei Grand Party, ja, ich weiß nicht, wir haben damals letztes Mal 12 Wins gemacht. Jetzt kommen, glaube ich, jetzt steht hier 14 Wins. Mal sehen. Ja. Leider sehr, sehr, sehr anstrengend geworden. Aber ich hätte so gerne die 15 Wins hier. Steht auch 14, genau 14 Wins. Alle. Dafür für den geilen, geilen Titel. Perfect Victory mit dem Ruffy. Stimmt, was ich zeigen wollte, was sehr, sehr geil aussieht. Und zwar, der Sprite von Ruffy sieht so mega clean. Ey, das sieht so mega witzig aus, ne? Rumble. Das sieht so richtig geil aus. Ey, ich bin schon gespannt auf die Folge. Ich hoffe, ihr auch. Am Sonntag kommt die neue Folge. Krank. Das sieht so geil aus. Ich bin hyped.
Ich hoffe, ihr zieht den Charakter. Wie gesagt, wir machen ein Video. Ich weiß nicht, ob wir es live gehen. Wenn ich es nicht schaffe, ich habe privat leider viel zu tun. Deshalb werde ich aber auf jeden Fall ein Video machen. Lasst gerne ein Abo da für mehr One Piece Videos, damit ihr die nicht verpasst, falls ihr mögt. Auf jeden Fall, dann haben wir Login. Login, loggt euch ein. Auf jeden Fall richtig geil. Guck mal, wir haben 30 Gems. Das ist insgesamt 50 Gems und 16.500 Cola für die Chips, für die Schiffe aufzuwerten. Richtig gut. Also mitnehmen nur für Login. Sehr geil. Ne, das ist sehr nice. Dann, ja, Sale, abchecken, wer das braucht überhaupt. Am besten Free-to-Play durchgekommen. So, und dann haben wir, ja, neue Parazugo-Featured Slasher. Ja, kommt neuer. Es ist okay, wie immer, sind die Charaktere sind gut, aber wenn jetzt keine Whales sind, dann braucht ihr die Charaktere jetzt nicht unbedingt. Dann fokussiert euch auf die Legends und so. Weil das ist schon schade. Manchmal ist es noch okay, wenn man so einen 30er mitnimmt. Habe ich auch öfter gemacht. Und dann vielleicht habt ihr Glück, ein paar Rumble, einen guten Charakter mitzunehmen. Aber an sich würde ich euch empfehlen, weiter bei denen reinzugehen. Ja, Login noch ein bisschen für Grand Party mitnehmen. Die Materials zum Leveln. Und dann haben wir Emerald Exchange. Haben wir jetzt auch noch nicht drüber geredet. Sengoku und Sanji und Zoro. Also würde ich für 600 würde ich die jetzt nicht empfehlen. Für Sengoku braucht man ein spezielles Team, damit der richtig krass wird. Sanji Zoro habe ich letztens noch nie benutzt. Ich habe ihn auch gezogen, gar nicht benutzt. Also, weil es gibt so viele gute Zoro und Sanji Charaktere, deshalb nimmt man öfter einen anderen. Würde ich jetzt nicht so empfehlen. Hier Nami, Stroh, Crew, Kaido könnte man sich überlegen. Oder Law. Kaido oder Law, wenn ihr jetzt den nie nicht habt und Bock habt, hier Kaido bei mir immer noch bei Quick Pirate Team sehr gut dabei. Also da könnt ihr den mitnehmen, wenn ihr wollt. Law ist auch noch spielbar, ne? Die anderen Skip, das sind Limited Charaktere, würde ich jetzt auch nicht so empfehlen, jetzt irgendwie mitnehmen. Klar, es gibt zwischendurch wie den hier sehr gut Bein, Special Bein 5 Runden. Ihr müsst halt gucken, klar. Was fehlt euch so, ne? Aber Lucy wäre jetzt sehr nice, was man mitnehmen könnte, ne? Aber an sich, ja, an sich würde ich noch warten, bis noch krassere Charaktere kommt. Und ich würde einen Versuch geben, auf jeden Fall bei den Sugo reinzugehen. Ja, das war's mit den so kleinen Events. Ich glaube, es werden auf jeden Fall Events folgen. Es werden bestimmt noch viele Sachen. Es wird Treasure Map kommen, es wird Kizuna kommen. Ja, Blitz Battle kommt ja noch. Dann vielleicht erwartet uns noch ein paar Überraschung, mal sehen. Ach, stimmt. Was hier noch in den Daten steht: Ruffy bekommt auf jeden Fall noch eine Super Evolve, ne? Super Evolve. Und zwar wird er sich mit Skulls, ich glaube, während des Events kriegen wir noch Skulls, können wir farmen. Wenn ihr verpasst, wird man die nachher irgendwann auch bekommen. Aber in den verschiedenen Events wird er Skull bekommen und er wird sich evolven. Das heißt, Awaken können wir ihn nachher. Aber es wurde schon gesagt, dass er Free Spirit Fighter bleibt. Aber wir wissen nicht, ob der sein Class ändert. Vielleicht von Psy auf Int oder so, weiß ich nicht. Aber es stand auf jeden Fall, dass Free Spirit Fighter bleibt, ne? Das heißt, der wird sich nicht komplett umändern, ne? Also ja, das waren soweit die Infos, die ich jetzt so habe, die ich ein bisschen zusammengefasst habe. Ja, lasst gerne ein Abo, kommt gerne in die Pirate Allianz. Vielleicht für die nächsten Events. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.